Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und die Notenbanken sind nicht nur viel zu spät gekommen, sondern sie haben auch sehr, sehr viel Geld gedruckt und geglaubt, das könnte man folgenlos machen. Wir wissen jetzt, nein, das ist nicht folgenlos, denn obwohl die Wirtschaft sich beginnt abzukühlen, ist dieses viele gedruckte Geld, diese massiv gestiegene Geldmenge nach wie vor im System, erzeugt dadurch wiederum Nachfrage. Letztendlich haben wir dann eine klebrige, eine sticky Inflation und die Notenbanken sind jetzt in einer Situation, in diese sticky Inflation hinein, bei einer sich absehbar abkühlenden Wirtschaft in eine Rezession hinein, die Zinsen weiter anzuheben. Und die Aktienmärkte haben gedacht, wir wollen ein bisschen weiterspielen. Jetzt steigen aber die Renditen mit der Aussicht, dass die Zinsen höher steigen werden und länger oben bleiben werden. Und wie viele haben schon den Bullenmarkt ausgerufen? Ich versuchte zu zeigen, dass mit abnehmender Liquidität, mit steigenden Renditen, mithin also wird Geld teurer, dass da ein Bullenmarkt nicht allzu wahrscheinlich ist. Aber schauen wir uns mal die Dinge an. Verlieren jetzt Fed und EZB die Kontrolle, weil aus Inflation Stagflation wird, also Kontraktion oder Schrumpfung der Wirtschaft bei gleichzeitig aber weiteren Preissteigerungen. Gestern hatten wir ja den ISM-Index, der um und bei in der Erwartung war, aber vor allem die Preise, die sind wieder deutlich angestiegen, sodass wir sehen, dass also vor allem die allermeisten Komponenten rückläufig sind bzw. nicht wirklich wachsen. Das Einzige, was wächst, sind die Preise. Daraufhin die Anleihemärkte reagiert. Wir sehen heute Morgen jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 4,04%. Und schauen Sie sich hier mal vom ISM, also von diesem Einkaufsmanager-Index, die Direction an. Das ist so Mitte rechts bei Ihnen. Da ist das Einzige, was increasing ist, ist Prices. Alles andere ist Contracting, Contracting, Contracting oder Inventories Growing, also Lagerhaltung scheint auch zu wachsen. Also das Einzige, was hier wirklich steigt, sind die Preise, mit alles andere ist eher rückläufig. Das nennt man dann im Prinzip Stagflation. Das haben wir schon kürzlich Ende Februar beim Dallas Fed Manufacturing Index gesehen. Also auch das Einzige, was wirklich gestiegen ist bei diesem doch sehr, sehr schwachen Index mit minus 13,2, eben die Preise waren. Wir haben jetzt dann heute Nacht Daten aus Südkorea, Industrieoutput minus 12,7%, erwartet minus 9,5%. Und Südkorea ist praktisch ein Frühindikator für die Weltwirtschaft, könnte man sagen. Australien Building Approvals, also Baugenehmigungen, minus 27,6%, erwartet minus 7,0%. Also die Blase, die Immobilienblase in Australien scheint jetzt auch zu platzen. Es gibt solche auch in Kanada vor allem, in den USA, in Deutschland ein bisschen abgeschwächter, aber auch ziemlich blasig. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema, das gestern für ein bisschen Verstimmung gesorgt hat. Das waren die deutschen Inflationsdaten, vor allem harmonisiert hier unten, plus 9,3%. Zum Vorjahresmonat erwartet eigentlich nur 9,0%. Und gestern dann auch aus UK zum Beispiel Grocery Inflation 17%. Französische und spanische Inflationsdaten viel höher als erwartet. Die Kernrate steigt weiter. Also selbst wenn Energie gefallen ist. Und natürlich wird jetzt im nächsten Monat praktisch das dann zum Vorjahresmonat einberechnet, was dann nach Beginn des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr passiert ist, als dann eben im März vor allem die Energiepreise stark gestiegen waren. Von der Energieseite also kommt nicht diese Inflation, aber die Kernrate, das ist das, worauf die Notenbanken eigentlich am meisten achten, und das ist ohne Nahrung und Energie, wobei Nahrung eben auch sehr deutlich gestiegen ist, über 20% in Deutschland. Heute 11 Uhr kommen jetzt die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Wir hatten die deutschen Daten, wir hatten die französischen Daten, wir hatten die spanischen Daten, also das dürfte höher ausfallen als diese prognostizierten 8,6%. Damit würde dann aber, nachdem wir im Januar bei 8,5% waren, eben die Inflation auch wieder ansteigen, sodass die Märkte, das war der Titel meines gestrigen Marktflüsters, jetzt 4 Zinsanhebungen im Prinzip einpreisen und eine über 10%ige Chance sehen, dass die Zinsen in den USA bis auf 6% oder sogar über 6% steigen. Und schauen wir uns jetzt mal die Situation an. Der S&P 500 hat jetzt um und bei mehr als 250 Punkte verloren. Wir waren bei 4.200
Wir waren vorhin bei 3.920, 25 in den Dreh, kann sich komplett ändern, wenn Sie das jetzt hier sehen, aber wir haben auf jeden Fall mindestens 250 Punkte verloren. Wir haben Inflation is back on the rise, wir haben erstmals seit November die 10-jährige US-Anleiherendite wieder bei 4%. Wir haben die Mortgage Demand, also die Hypothekenanträge, jetzt auf einem 28-Jahres-Tief. Und die Futures, nämlich die Fed Fund Futures, signalisieren, dass eben die Zinsen bis 6% steigen könnten. Jetzt kommt Nomura als erste Bank, die sagt, wir erwarten bei der nächsten Fed-Sitzung einen Zinsschritt von 0,5%, nicht 0,25%, und begründet das und sagt, naja, das scheint so ein bisschen aggressiv zu sein. Aber wir müssen bedenken, dass die Fed jetzt wirklich ein Problem hat, die Notenbanken insgesamt. Sie müssen die Financial Conditions versuchen nach unten zu bringen. Sie müssen versuchen, die Nachfrage nach unten zu bringen, um die Inflation zu kontrollieren. Dementsprechend könnte das jetzt notwendig sein, dass die Fed nochmal richtig auf die Tube drückt. Gestern dann Neil Kashkari, Minneapolis Fed-Chef, der gesagt hat, ich bin offen für einen 50-Basispunkte-Schritt. Und what's important is what we signal in the dot plot, also in diesen Zinsprognosen der Fed-Mitglieder selber, da wird man sehr, sehr darauf achten müssen, dann bei der nächsten Fed-Sitzung. Diejenigen übrigens, die jetzt, die immer gesagt haben, don't fight the Fed, als die Märkte gestiegen sind, die wollen jetzt die Fed bekämpfen. Das ist schon irgendwie ein Treppenwitz der Börsengeschichte, könnte man sagen. Und wer hat das Ganze ein Stück weit verbockt? Das war der Jeromy, der mit seinen Aussagen Disinflation mehrfach gebraucht, wie auch Financial Conditions, hätten sich doch deutlich gestraft, was sie nicht haben. Die Animal Spirits der Märkte und der Menschen nochmal animiert haben. Wir haben nicht umsonst gesehen, dass etwa im Januar am US-Immobilienmarkt wieder eine Belebung gekommen ist, dass der Konsum so stark war, weil die Leute mental davon ausgingen, ach siehst du, der Fed-Chef hat doch gesagt, also das war's bald mit Zinsanhebungen, weil wir haben doch Disinflation, nicht wahr? Das heißt, er hat die Financial Conditions maßgeblich gelockert, hat damit die Nachfrage wieder nach oben gebracht, ist damit zu Arthur Burns mutiert. Und wenn wir hier folgende Grafik mal anschauen, oben sehen wir die Financial Conditions, die haben sich vor allem mit dem Anstieg der Anleiherenditen wieder gestrafft. Auf der Unterseite oder unteren Chart sehen wir einen Vergleich zwischen Financial Conditions und dem Economic Surprise Index. Und dadurch, dass die Financial Conditions jetzt wieder straffer geworden sind, könnten auch die Wirtschaftsdaten schwächer werden. Das legt zumindest dieser Chartvergleich nahe. Das wäre dann wiederum vielleicht ganz gut für die Bullen am Markt. Aber jetzt Bank of America nochmal gewarnt, okay, es gibt keine wirklichen Anzeichen, dass die Wirtschaft unter Kontrolle ist, nicht zu heiß läuft. Deswegen sagt man, müsse die Fed vielleicht die Zinsen auf 6% anheben, und genau das wird jetzt auch sozusagen gespielt an den Anleihemärkten. Da wird jetzt richtig Geld drauf gewettet im Future-Bereich, im Zins-Future-Bereich, dass eben genau das passieren wird, die Zinsen bis 6% steigen werden. Und was auf jeden Fall steigt, sind die Anleiherenditen. Hier sehen wir mal die 2-jährige US-Staatsanleihe mit 4,88%. Wir sind jetzt so Cobasi Letter in einem Zyklus, wo der Anleihemarkt handelt, als wäre er Meme-Stocks, als wäre er Meme-Aktien. Ja, wir sehen, das ist ein Viagra-Chart, der hier nach oben weist. Wir waren noch im Jahr 2020 praktisch bei 0% Rendite. Das ist relativ schnell gegangen. Liquidität wird aus dem System gesaugt, weil Geld teurer wird. Aber wir haben natürlich einen neuen Bullenmarkt bei den Aktien. Wer das glaubte, der kommt sofort ins Paradies, meine Damen und Herren. Jetzt wichtige Frage, was passiert mit Öl? Da sind wir jetzt an diesem Abwärtstrendkanal angekommen. Wenn das Ding nach oben ausbrechen sollte, wäre das natürlich dann auch wieder ein Inflationstreiber. Wo nicht, wäre das eine gewisse Erleichterung. Die Frage ist, kommt Erleichterung jetzt von der sogenannten Sticky Inflation, vor allem im Immobiliensektor, also Shelter, Mieten, diese ganzen Geschichten jetzt? Eine neue Studie der Fed, die sagt, eine Rückkehr vor Corona und der Rent Inflation, der Mietinflation der Zeit der vor Corona scheint illusionär zu sein. Solange der Arbeitsmarkt stark bleibt, wird auch die Rent Inflation hoch bleiben.
Mal sehen, ob man recht bekommt. Aber jetzt ist eben dieser Arbeitsmarkt. Ich hatte gestern gesagt, am Freitag kommen die großen Arbeitsmarktdaten. Das ist nicht wahr. Die kommen erst am Freitag in der Folgewoche, hat mich jemand darauf hingewiesen. Grazie. Filippo war es. Jedenfalls sind wir jetzt in der Situation, dass wir ja extrem robuste Arbeitsmarktdaten haben. Sehr geringe Erstanträge. Heute kommen die ja wieder und Folgeanträge. Wir haben auf der anderen Seite dann die Jobs, die Job Openings, die angebotenen Jobs, die mehr als doppelt so viel sind, wie offiziell Arbeitslose überhaupt in den USA existieren. Jetzt aber kommen zwei Unternehmen raus, nämlich ZipRecruiter und Recruit Holdings, die sagen, also unsere Zahlen zeigen etwas anderes, nämlich dass die Job Openings zurückgehen, also dass die Jobangebote zurückgehen, und das widerspricht dem Labor Department der Regierung. Da gab es jetzt im Wall Street Journal auch einen Artikel drüber. Also die Frage, ist das Inkompetenz oder wird da manipuliert, steht im Raum. Wir können das natürlich jetzt erstmal nicht beurteilen, aber hier sagen also zwei, die es wissen müssen, zwei Firmen, dass wir hier eine Abkühlung am Markt sehen. Schauen wir uns mal jetzt die Märkte an. Wir sehen S&P 500, 200er DMA, also 200er gleitender Durchschnitt, genau erreicht. Gestern ebenso der Nasdaq 100. Also wir sind an wichtigen Marken gewesen. Die hätten wir nach aktuellem Stand, wo ich jetzt das Video aufnehme, mit den Herren kaum anders sehen, wenn Sie das Video sehen, unterboten haben. Wir haben hier wieder in Sachen Optionen eigentlich das Spiel. Hier sehen wir mal den S&P 500 und das Net Gamma bei den Zero DTE Optionen, also die Market Maker, die sich absichern müssen, die sozusagen auf das Geschehen bei diesen extrem kurzlaufenden, noch am selben Tag verfallenden Optionen reagieren, indem sie eben das entsprechende Underlying, etwa Tesla oder den S&P 500 ETF oder Future, kaufen oder eben verkaufen. Bisher waren diese ganz kurz laufenden Optionen Treiber für steigende Märkte gewesen. Was aber passiert, wenn das Ganze jetzt in die andere Richtung kommt, dann kann es gehebelt eben auch nach unten gehen. Wir sehen allerdings, dass das Volumen jetzt bei den normalen Optionen deutlich abnimmt bei Aktien. Tesla wieder Nummer 1 natürlich, gestern mit 1,5 Millionen. Das wird immer weniger, geht den Herrschaften die Kohle aus, dass sie da nicht mehr so draufdrücken können. Jedenfalls sehen wir, dass diese Zero DTE Optionen es nicht mehr schaffen. Und auch die Most Shorted Stocks, die Märkte hier nach oben zu treiben. Schauen wir uns mal die Charts an. Hier Nasdaq auf 60-Minuten-Basis. Da haben wir noch Platz weiter nach unten in diese fallende Wedge hinein. Allerdings würden sich dann positive Divergenzen auch im RSI bilden. Wir könnten also im Nasdaq 100 um und bei so auf 11.690 noch fallen. Dann könnte man vielleicht Short-Gewinne mal mitnehmen, wenn man denn Short ist. Aber belastend heute Tesla, die ja gestern ihren großartigen Investor Day gehabt haben. Da war offenkundig viel Vision und wenig Fakten, wie hier CNBC schreibt. Die Anleger haben das honoriert mit einem deutlichen Minus nachbörslich bei der Aktie. Die Fangemeinde und Cathie Wood not amused. Es ist aber trotzdem nur eine Frage der Zeit, bis Tesla auf $15.000 steigt, meine Damen und Herren. Völlig klar, zumal jetzt in China ein bisschen Unfreundlichkeit herrscht. Hier gab es ja diese Aussage des FBI-Chefs, der gesagt hat, wir gehen davon aus, dass Corona ein Laborunfall in Wuhan ist. Dann hat Elon Musk sich in die Diskussion eingeschaltet, so ein bisschen gegen Fauci geschossen. Aber jetzt dann ein Artikel in der Global Times, die Musk attackiert und sagt, ja, manche denken, dass Elon Musk nur Fauci attackiert habe, aber er hat faktisch hier ein rechtslastiges Motiv in den USA bedient, dass eben Corona in China entstanden sei und das sei antichinesisch, das sei sozusagen eine Right-Wing and Anti-China-Media Kampagne, zu der Elon Musk auch gehört. Ziemlich deutliche Warnung an Elono, das ist immerhin sein zweitwichtigster Markt, China. Und da ist er ein bisschen so
Die Suppe, der Subtext, beiß nicht die Hand, die dich füttert, lieber Elunu. Gestern ja auf dem Investorentag hat der neue starke Mann Tom Zhu bei Tesla gesagt, ach wisst ihr, solange wir hier in China Shops schaffen und so weiter und so fort, ist doch alles gut. Also da hat man so ein bisschen auf Verharmlosung gemacht. Wir haben dennoch gesehen, dass die Autoverkäufe in China ja Januardaten massiv zurückgegangen sind. Die Zahlen von BYD sind schon raus. Die sind ja mit am stärksten wachsend, viel stärker als Tesla in China. Also das wird der chinesische Markt wird schwierig für Elunu. Und jetzt kommen wir nochmal nach China. Da gab es ja diese vermeintlich so starken Einkaufsmanager-Indizes, Caixin und so weiter. Wenn man genau hinschaut, waren die nicht so stark. Natürlich waren die deutlich über 15. Da steht hier highest reading in nearly 11 years. Aber dazu muss man ja wissen, dass wir von sehr niedrigem Niveau kommen. Und wenn wir dann so einen Stand von 55, 56 haben, dann heißt das nur, man ist zum Vormonat gewachsen, ist aber nominal noch deutlich drunter. Also dass hier die Opening so schnell passiert, ist unwahrscheinlich. Und oder die Erholung nach dem Opening passiert, ist unwahrscheinlich. Die, so schnell, so kräftig, wie die Märkte erwartet haben. Und das sehen wir etwa an den Delivery Times. Wenn jetzt die Nachfrage wirklich so hoch wäre, also an den Lieferzeiten, dann müssten die Lieferzeiten sich verlängern. Was passiert? Sie verkürzen sich. Das heißt, die Nachfrage ist gar nicht so wirklich hoch, wie Robin Brooks hier zeigt. Und abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Erstens über den genialen Masterplan, der so ein bisschen enttäuschend war. Warum war der enttäuschend? Das lesen Sie im ersten Artikel bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Und zweiter Artikel, heute 11 Uhr, ja, die Inflationszahlen aus der Eurozone, wichtig, rein Guckgei mache bei Finanzmarktwelt. Aber vorher diesen Artikel lesen, Inflationszahlen mit Überraschungspotenzial. Auf der Oberseite also zwei Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch selber und sage Servus und Ciao.